Ohne diese Maschine könnte Peter Kreilkamp nicht überleben. Alle zwei Nächte schließt er sich zu Hause selbst an die Dialyse an, um das Blut zu reinigen. Dauer über 7 Stunden. Seine eigenen Nieren arbeiten schon lange nicht mehr. Einige Jahre hat er mit einer Spenderniere gelebt, bis 2009. Seitdem wartet er wieder auf ein Spenderorgan. Mit einer transplantierten Niere werden ja fast wieder die Funktionen übernommen, die man auch mit den eigenen Nieren hatte. Und das ist natürlich ein Ersatzverfahren, was es ermöglicht, erstmal weiterzuleben. Aber eine transplantierte Niere ist nochmal eine Qualität höher. Allein in Bayern warten über 1500 Menschen auf ein Organ. Doch es gibt bei weitem nicht genug Spender. Bundesweit ist die Zahl in den vergangenen Jahren gesunken. 2016 waren es nur noch rund 850. Denn nur wenige setzen sich aktiv mit dem Thema auseinander. Nach Umfragen stimmen 80% der Bevölkerung einer Organspende prinzipiell zu. Aber nur ein Drittel hat einen Organspendeausweis. Wenn jeder nun einen Organspendeausweis ausfüllt und darauf dokumentiert, was er denn möchte, dann hätten wir auch deutlich mehr Organspender. Dank der modernen Technik kann Peter Kreilkamp weiterleben. Doch viele andere sterben, weil sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan bekommen.